bist es doch, oder? Ha, die BSAA. Ein bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Die FBC ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Wir arbeiten ohne Informationen. Wir müssen auf dem Schiff Antworten suchen, auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. Ja, Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil Revelations. Den Raymond haben wir in der letzten Episode kennengelernt, beziehungsweise, nee, Episode ja eigentlich nicht. Es sind ja immer so Episodenteile, Kapitel, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt geht's also hier mit Parker und Jill weiter. Ich habe doch da gerade einen gehört. Ah! Na, bist du schon tot? Nein, natürlich nicht. Jetzt aber. Also bei denen finde ich das mega... Bitte was? Mega schwer, den Kopf zu treffen, weil die sich halt echt schnell bewegen und auch so ruckartig. Da habe ich dann manchmal gar nicht wirklich die Zeit zu zielen. Ja, toll. Auf ihr ist ein Steuerrad abgebildet. Ich hoffe, wir finden noch irgendwie einen Schlüssel und auch dieses runde Symbol für die Schrotflinte. Weil eigentlich müssten wir doch auch in den Raum hier zurückkommen. Ja, toll. Wir finden nämlich immer wieder Gewehrmuni dafür. Aber, oh. Was haben wir hier? Spezialzubehör. Okay. Müssen wir später dann mal schauen, was das ist. BOW-Fallen. Munition. Was ist das hier? Schiffsplan. Für Personal und Crew. Die Queen Zenobia ist ein Vergnügungskreuzfahrtschiff, das den Passagieren den Komfort eines Luxushotels bietet. Dieses Schiff bietet unseren Gästen viele verschiedene Dienste und Einrichtungen an. Als Repräsentant dieses Schiffes ist es Ihre Pflicht, mit allen Einrichtungen an Bord vertraut zu sein. Die folgende Liste beschreibt einige der wichtigsten Einrichtungen dieses Schiffes. Lesen Sie sie bitte aufmerksam durch. Promenadenhalle. Auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern erstreckt sich die Promenadenhalle des Schiffes über drei Stockwerke und ist damit die größte ihrer Art auf der Welt. Die Einrichtung ist im gotischen Stil gehalten, mit Kronleuchtern an der Decke. Mit ihrer Schönheit und ihrem Stil kann sie sich mit den besten Opernhäusern messen. Casino. Das Casino des Schiffes befindet sich neben der Promenadenhalle. Unsere Gäste erwarten hier alle Arten des Spielvergnügens, darunter Kartenspiele und Münzautomaten. Was immer die Gäste von einem Casino erwarten, finden sie hier 24 Stunden am Tag vor. Restaurants und Geschäfte. Die Promenadenhalle bietet Designerware und Markengeschäfte aus aller Welt. In unseren zahlreichen Restaurants und Bars können die Gäste entspannen. Auch Geschäfte für den täglichen Bedarf sind hier zu finden. Notfallkommunikationsraum. Neben der Promenade befindet sich ein Notfallkommunikationsraum, der im Notfall als Sicherheitspunkt genutzt werden kann. Die Crew kann den Raum auch nutzen, um ein Notsignal zu senden, falls nötig. Solarium. Von den Fenstern des Solariums aus überblickt man den größten Bordswimmingpool der Welt. Für viele unserer Passagiere ist dieser romantische Ort ein bevorzugtes Ziel. Halten Sie Ausschau nach Paaren, die sich außerhalb der Öffnungszeiten hierher schleichen. Okay. Also das Casino und auch den Poolbereich, den würde ich ja echt mal super gerne hier sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da früher oder später hinkommen, denn sonst hätten wir ja die Notiz hier nicht gefunden. Ist da vielleicht irgendwas in dem Schrank, wenn ich näher rangehe? Nein. Okay. Dann müssen wir wohl doch mit dem Aufzug fahren. Sofern er denn kommt, ist hier noch irgendwas Interessantes? Mal eben scannen. Hallo, Parker. Okay, gut. Funktioniert nicht. Was? Funktioniert nicht? Wo muss ich denn dann hin? Ist da vielleicht noch irgendwas?
Wo muss ich denn dann hin? Denn diese Tür kann ich nicht öffnen. Und da hinten ist ja... Oder war da irgendwie ein Hebel oder irgendwas, was ich übersehen habe? Ach, hier. Mensch. Steuerradschlüssel. Ach, sehr cool. Okay, jetzt ist halt nur die große Frage. Kommen wir in die Halle nochmal zurück? Wenn wir nämlich jetzt hier reingehen und hier eventuell weitergehen. Ich weiß es nicht. Oh, oh, was guckt sie da... Was guckt sie da so an? Können wir nicht mehr mitnehmen? Oh, Karte. Obere Innenräume aufgenommen. Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Ach, schaut mal hier. Super, ein Wappen. Dann... Oh, oh. Oh nein. Hallo. Ih, du siehst nicht mehr so gesund aus. Nein, ganz und gar nicht. Sag mir jetzt nicht, der hat irgendwas im... Wie schrecklich, muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Der steht doch gleich bestimmt wieder auf, oder? Kann ich mir jetzt vorstellen. Der hat tatsächlich irgendwas im Bauch. Ich hab's mir fast gedacht. Oh. Bitte? Der hat Schrotpatronen im Bauch? Na gut. Wenn er meint. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Da auch nicht, ne? Gott, ein bisschen gruselig. Die kann ich nicht mitnehmen. Moment, ist die denn... Ach ja, okay. Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Ja, das werden wir tun. Heißt also, wir müssen dafür jetzt komplett zurück. Oder erstmal ein Stückchen weit zurück. Gut, wir müssen Raymond finden. Ja, ja. Woher kennst du ihn? Von der Arbeit. Belassen wir es dabei. Ja, das haben wir schon in der letzten Folge gesehen, dass die beiden sich kennen. Boah, ich hab's gewusst. Nein, 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 nein. Die Tür hinter mir ist leider zu. Deshalb konnte ich jetzt nicht großartig ausweichen. Mann, blödes Mistvieh. Stirbst du mal? Dankeschön. So, die Spinde haben wir eigentlich alle schon untersucht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass da jetzt noch was anderes drin sein wird. Ich guck mal einfach hier. Nö. Okay. Und auf jeden Fall die Waffe nachladen. Nein! Nein! Ich Idiot! Nein, 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 nein. Oh, bitte. Na komm, jetzt explodier. Ach, sowas kann auch nur mir passieren, ne? Wirklich. Das ist so typisch für mich. Na komm, Parker, wir fahren wieder. Untere Kabinen. Ach Mensch, das war echt ziemlich dumm von mir. Naja, kann man nichts machen. Jetzt hole ich mir gleich erstmal die Schrotflinte. Wenn ich den Raum hier noch wieder finde. War das hier? Nee, ich glaube... Ach Mensch. Ich glaube, das war doch nicht hier. Da links war die Waffenkiste, ne? Da könnte ich mal eben schauen, ob wir diesen... Ah, Schaden 2, okay. Ist das jetzt beides wirklich automatisch ausgerüstet? Achso, jetzt hat sie die reingelegt. Nee, das wollen wir nicht. Wie habe ich die denn gerade ausgewählt? Wechseln. Achso, okay. Feuerkraft. Ja, aber ich denke mal, das hat sie jetzt. So, dann müssten wir doch hier lang. Hier ist eigentlich alles recht übersichtlich, finde ich. Und es gibt ja auch gar nicht so viele verschlossene Türen. Aber trotzdem verlaufe ich mich hier. Ah, ah, Mensch. Na, sieh mal einer an. Gar nicht gefunden beim letzten Mal. Pistolenmuni. Schön. Also ich würde jetzt echt gerne in die große Halle. Und ich glaube, da kommen wir jetzt gleich auch hin. Wir haben immer noch keine Karte. Oho. Spezialzubehör aufgenommen. Sehr gut. Ja, ich muss einfach ein bisschen aufmerksamer sein und wirklich auch daran denken, was... Oh.
Wow! Wer seid ihr denn? Ich hoffe, geht er drauf? Der geht drauf. Ich glaube, ich bin aber zu weit weg, um den zu scannen. 100%, sehr schön. Was ist mit dir da oben? Bist du auch zu weit weg? Ja, schade. Oh, oh, ich hoffe... Oh, springt der runter? Er schießt ihn von oben. Ja, komm, das ist eigentlich gar nicht nötig. Komm, Parker, das ist nur Verschwendung, glaube ich. Oha. Okay, er ist mit hier drin. Was passiert da? Warum dreht sich das die ganze Zeit? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Oh, ich hoffe, hier sind keine Gegner. Ich möchte mich hier umschauen. Das nenne ich ein Kreuzfahrtschiff. Oh ja. Fühlt sich wie der Opa. Ach, das ist ja mega geil. Wo ist denn dieser Notfallkommunikationsraum? Das ist ja echt jetzt mega geil hier. Das gefällt mir. Cool. Ich werde aber erstmal diese Tür hier nehmen. Sofern sie auf ist. Ach so. Okay. Treppenhaus. Gut. Hat sich erledigt. Hätte ich auch eigentlich auf der Karte sehen können. Dann schauen wir erstmal, was wir auf der Etage hier noch so haben. Ist das auch wieder so eine Waffenkiste? Feuerrate 1. Ach, mit X ging das genau. Da steht's ja auch. Im Besitz. Im Besitz und im Besitz. Erhöht die Feuerkraft. Ach, so muss ich die auswählen. Sehe ich das richtig? Sie können nicht zwei... Ach so. Okay, erhöht die Feuerkraft um 10%. Erhöht die Feuerkraft um 20%. Das heißt, wir packen das wieder weg. Wechseln. Ah. Was? Also ich mache erstmal Feuerrate 1. Das wollen wir ja. Und dann hätte ich Schaden gerne weg. Und Schaden plus 20%. Ja, ach so, alles klar. Gut, habe ich das auch kapiert? Hier irgendwas? Wo kommt denn auf einmal die Musik her? War die gerade auch schon da? Vor dem Notfallkommunikationsraum hinterlassene Notiz. An der Tür klebte eine Nachricht. Dies ist der Notfallkommunikationsraum. Ohne meine Erlaubnis und ohne meinen Schlüssel kommt hier niemand rein. Wenn Sie hinein wollen, finden Sie mich wie gewöhnlich auf dem Promenadendeck. Ihr Kommunikationsoffizier. Darunter ist eine handgeschriebene Bemerkung. So ein Müll. Das Schiff wimmelt vor Freaks und Monstern. Ich gehe zur Promenade, da finde ich wenigstens was zu essen. Wer noch am Leben ist, kann mich dort antreffen. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. So leicht trete ich nicht ab. Verlasst euch darauf. Hoffentlich bin ich nicht der einzige Überlebende. Euer freundlicher Kommunikationsoffizier. Alles klar? Das Promenadendeck ist neben der Halle. Gehen wir. Wir sollten den Schlüssel finden können, den wir brauchen. Ja, ich würde mich hier nur halt super gerne umschauen. Vor allem frage ich mich, was ist jetzt mit der Schrotflinte? Oh, hier unten findet bestimmt später ein Kampf statt. Das wird sich total anbieten, finde ich. Aber es ist auch sinnlos, hier jetzt rumzusuchen, wenn unser Ziel eigentlich ganz woanders ist, ne? Hier ist das Casino. Das Gitter ist verschlossen. Auf ihm ist ein Anker abgebildet. Okay. Na gut. Steht hier irgendwas? Nein. Promenade. Vorsichtshalber nachladen auf jeden Fall. Das braucht echt ewig, ne? Wow. Oh. Oh, ich höre jemanden. Was? Oh, das finde ich gerade ein bisschen... Das finde ich gerade ein bisschen gruselig hier. Wir hatten da gesprochen. Soll ich mal einfach runtergehen? So, hier ist nur eine Kiste. Nein, wir gehen das doch gleich so.
Okay, und hier, das Tor ist zu. Alles klar. Dann müssen wir wohl da oben durch. Ich kann hier nochmal eben kurz den Scanner benutzen. Vielleicht ist irgendwas in den Ecken, aber nö. Oh Gott. Er ruft die ganze Zeit Mayday und es klingt nicht so, als wäre er noch besonders lebendig, finde ich. Oh, Sturmgewehr, oder? Oh Gott, der macht mir gerade super Angst. Spiel wird gespeichert. Wir haben wohl das Promenadendeck gefunden. Blödes Vieh. Ey, blödes Vieh. Hey, das war cool ausgewichen, Jill. Da ist noch einer. Okay, der ist aber erstmal down. Ah, geht das nicht von hier? Schade. So, es muss irgendwo ein Sturmgewehr sein. Ich überlege jetzt echt gerade, ob ich zurückgehen soll. Ach, du bist schon hier. Wirklich, soll ich zurückgehen und das Gewehr holen oder kommen wir da eventuell später noch hin? Das weiß man ja immer nicht. War auch nichts drin. Vielleicht mache ich das auch nach dieser Folge irgendwie kurz offscreen oder so. In der Ecke warten Monster auf uns. Ja. Und es fehlt noch ein Überlebender. Ja, vielleicht mache ich das wirklich kurz offscreen nach dieser Folge und dann schauen wir einfach mal. Ja gut, ich habe ja eigentlich alles. Nee, nach unten gehe ich erstmal nicht. Was war das? Könntet ihr bitte aufhören, mir hier Angst zu machen? Das wäre voll nett, weil ich habe meine Schrotflinte nicht. Boah, da ist was mega Großes, Leute. Oh. Oh, shit. Rote Fässer. Wow. Es ist noch eingesperrt. Alter Falter. Wow, ey. Nee, da hole ich mir echt die Schrotflinte. Ich suche hier jetzt mal noch kurz alles ab. Okay, rote Fässer. Wir wissen Bescheid. Wir müssen ihn dann irgendwie hier hinlocken. Und immer schön auf die roten Fässer schießen. Ah, Kraut? Ah, kann sie nicht nehmen. Okay. Oh. Ich hoffe, da kommt keiner rausgekrabbelt. Wow, das macht mich mega irre. Kann der bitte aufhören damit? Okay, überall Muni. Das wird ein großer Kampf. Gut, Leute. Ich werde die Folge hier an dieser Stelle beenden, denke ich mal. Wir haben schon überall gesehen, da können wir nicht durchkriechen. Da werden welche rauskommen. Also wir haben jetzt schon ein paar von den Gasflaschen gesehen. Ja, und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wenn ich die Schrotflinte habe. Rettungsring. Gut, Leute, dann sage ich mal bis morgen. Tschüss.